Leonie Fuchs vom Rhön-Gymnasium in Neustadt an der Saale hat den Bereich Geo- und Raumwissenschaften hier beim Landeswettbewerb von Jugend forscht gewonnen. Leonie, um was ging es genau in deinem Projekt? Also ich habe die mikrobielle Aktivität in verschiedenen Böden untersucht und da habe ich Versuchsgruppen gebildet, also einmal Grünland, Äcker und Wälder. Ja. Und es ging eben darum, bestimmte Faktoren und deren Einfluss auf die mikrobielle Aktivität zu untersuchen. Das waren zum einen die Bodenart, der pH-Wert, Faktoren wie die Anbaufrucht und damit hängt auch der Fruchtfolgewechsel zusammen. Und das Ganze habe ich auch nochmal quasi in die heutige Zeit versetzt und noch ein paar Faktoren herausgearbeitet, was man eben auch in Bezug auf den Klimawandel da noch machen kann, um seinen heimischen Garten oder auch seinen Acker zu schützen. Wie kam es zu diesem Projekt? Also ich habe das im Zug einer Weseminararbeit gemacht und ich hatte auch schon vorher den Gedanken, unbedingt mal wieder bei Jugend forscht mitmachen zu wollen. Und dann habe ich eben Biologie gewählt. Und dieses Thema hat halt auch viel mit Bodengeologie zu tun. Und dann wurde ich tatsächlich dann von Bio in den Bereich Geologie verfrachtet und bin jetzt hier gelandet. Also es ist eigentlich optimal, eine persönliche Leidenschaft, ein persönliches Interesse, dann was für die Schule und letztlich auch noch ein Landessieg bei Jugend forscht. Wenn das zusammentrifft, dann ist eigentlich perfekt. Ja, das stimmt. Das hat mich echt sehr gefreut, ja. Jetzt hast du hier gewonnen. Was bedeutet das für dich und auch im Hinblick auf den Bundeswettbewerb? Also ist natürlich ein tolles Ereignis jetzt und natürlich gibt es an einigen Stellen, das hat die Jury auch gesagt, nochmal Sachen, wo man nochmal so ein bisschen auf High Level bringen kann und ich freue mich natürlich jetzt sehr auf den Bundeswettbewerb und versuche das auch bestmöglich noch umzusetzen. Alles Gute dafür, danke. Dankeschön. Dir.